So, ich bin's nochmal kurz. Und zwar wollte ich mich entschuldigen für die Palex, die es in diesem Part geben wird. Ja, I have no idea why. Aber naja. Abfahrt. So, willkommen zurück bei Los Rätselos. Nein, bei The Beast Inside. Ich hatte mir jetzt mal offscreen nochmal ein bisschen mein Inventar durchgeschaut, also diese Scheibe durchgeschaut. Und. Then I should be able to decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Ja. Und zwar habe ich nicht gecheckt, dass man diese Scheibe auch drehen kann. Und ja, weil das habe ich rausgefunden und da denke ich mal, dass wenn C J gleich C ist, müssen wir die Scheibe halt so zusammenfügen. Wo ist denn das J? Die innere kann ich nicht machen. J gleich C. Und dann denke ich mal, dass wir die Buchstaben da rausnehmen können. F. Also ich glaube, das ist egal, wie wir es drehen irgendwie. Okay, das schreibe ich mir auch mal auf. F, Y. Beziehungsweise. Oh, gehen wir noch kurz raus. Wo ist er? No Deeds. If J equals C, then based on the letter. First character in the cipher should be. Okay. M H P A O. Da würde ich sagen, das M H. Schreib mir das nochmal auf. M H P A O. So, dann können wir das mich auf der Scheibe gucken. Gegenstände Scheibe. C. Also, dann wo ist das M? F. So. So, dann das H. Wo ist das H? F, A, P. Also, ich kann es mir schon vorstellen, was das ist. Dann das P. Dann kommt das A wieder. Wo ist es? Wo ist es? Da, T. Ah ja, Faith, glaube ich, war ist es. Und dann kommt das O. Ja, okay. Das macht schon Sinn. So, dann gucken wir mal. Wenn das nicht ist, dann I have no idea. I. Was gibt's? Okay. T, H. Ja. Ja, okay. War eigentlich doch nicht so schwer, das Rätsel. Man muss es erst bloß verstehen. So. Öffnen. Öffnen. Achso. Man muss hier wirklich komplett interagieren. Was ist das? Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss es er wohl passt. So, ist die Farbe jetzt interessant, oder? Okay, nee. Dann würde ich sagen, kontrollieren wir jetzt mal die ganzen verschlossenen Räume. Und gucken mal, wo der reinpasst. Wo passt der denn drin? Hier nicht. Hier war noch was. Es war eigentlich fast alles verschlossen. So, der Part wird auch länger gehen. Aber wie gesagt, ich will jetzt wirklich auf 30 bis 40 Minuten kommen. Hier war alles blockiert. Wo ist eigentlich meine Frau? Achso, hier waren wir ja schon. Hm? Hier ist doch auch Farbe, oder? Ja, vielleicht schon ein bisschen alter. Hat sich schon was geändert? Also, ich glaube, die Lichtverhältnisse sind gleich. So, hier unten war, passte er nicht rein. Oh, was haben wir denn hier? Hey. Trauriger Engel, er sieht unglücklich aus. Kopf hoch, mein Kleiner. Im Gegensatz zu mir hast du Flügel und kannst jederzeit an einem besseren Ort fliegen. Achso, ich glaube, hier kannst du Schmuck reinmachen. Hatte ich damals auch mal meiner Mutter geschenkt. Das war so eine Schildkröte, konntest du auch aufmachen und da konntest du deinen Schmuck reinmachen. Sah eigentlich ziemlich schick aus. Okay, scheint aber nirgendwo reinzupassen, oder?
Niklas Schlüssel, ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wo reinpassen wird. Ist irgendwas drauf? Oder? Ich denke mal nicht, dass es für einer dieser. Sieht aus, als hätte wie von den Altbauwohnungen hier die Schlüssel für die Zimmer. Deswegen denke ich eigentlich, dass es hier irgendwo reingehen sollte. Oder ich gehe mal nochmal nach oben, vielleicht haben wir ja irgendwas. Okay. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen oder wir gucken mal in die Schubladen hier rein. Oh, was haben wir hier? Okay. Ich denke mal, das wird aufblinken, wenn wir irgendwas wirklich richtig einsammeln können. Aber hier scheint nichts zu sein. Ah, schade, ich dachte, das Buch können wir durchlesen. Lese dieses Buch, um weiterzukommen. Okay, vielleicht wird der im Spielverlauf nützlich noch sein. Hätten wir auch alles geholt gehabt. Ah, vielleicht hierfür. Nee, schade. Mach's sauber, Alter. Da ist noch was. Cool. Achievement, wo It is alles anfing. 27th in the year of our Lord 1864, evening. Kapitel 2. Wir schreiben den 27. Jahre unseren Herrn. 1864, es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt es. Sagte mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorene Erinnerung wieder zu erlangen. Und das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. Guck dir doch einfach X-Faktor an, Digga. It is Oh, wir September, spielen das sogar. in the year of our Lord, 1864, evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a Ach so, das burden habe ich of gerade thought, gelesen. makes it easier to distinguish Ah. facts from imagination. I'm home again, after 10 years. Absence. I'm Zünde die relieved to find Kerze the an. house unscathed. That's good. Ist es auch schon The roof blutig? I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Ich muss meinen Vater No einmal trace of verärgert him. haben. Oh, warte, ich warte. Do Lass you ihn erstmal honestly ausreden. think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange. Even though it has not changed one bit, there are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back, that's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. Okay. Tagebuch. Drücke Terminal Tagebuch zu lesen. Nicholas notiert seine Gedanken sowie wichtige Informationen. So, ich muss meinen. Weil mein Vater stellte diese Figur manchmal vor seinem Schlafzimmertür. Er gab damit zu verstehen, dass er nicht gestört werden wollte. Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben, denn ich erinnere mich, dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hatte. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davongetragen als ich. Es erklärt aber immer noch nicht, warum da Blutflecke drauf sind. So. Tja. Achso, wir brauchen Streichhölzer. Tagebuch. Oh. Achso, das haben wir gerade. Das hat er gerade. Gerade erzählt. Oh, hier sind bestimmt Streichhölzer. X um Streichhölzer. Ah, drücke X, um ein Streichholz anzuzünden. Ach, wie das runterbrennt, ist ja cool gemacht. Und verbrennt er sich auch? Ne, schade. Ah gut, die Lichtquelle. Oh, ist das
Das Bild würde ich mir niemals irgendwo hinhängen. Was haben wir hier? Alte Lampe. Mein Großvater hat eine alte Lampe, wie diese benutzt, als er noch in einer Mine gearbeitet hat. Sie waren damals schon eine Rarität. Sie wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tage äußerst wertvoll waren. Jetzt rostet sie vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell von Nutzen sein. Ja. Würde ich gerne nehmen. Und Öl dafür. Drücke F, um eine Patrone anzuzünden. Streichschütze, Alter. Okay, ich zünde aber erstmal die Kerzen an. Okay. Okay, die Atmosphäre ist auf jeden Fall not bad. Können wir rausgehen? Ich denke mal, es wäre keine kluge Idee. Ist auch alles verschlossen. Hier können wir noch was anzünden. Was haben wir hier? Achso, mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Öffnung ihrer Pyritmine. Whatever. Klicke Maustaste und bewege den Maus. Schwere Gegenstände zu. Hallo? Achso. Die Lampe hätte ich gern. Oh. Oh, das ist gut gemacht, ja. Das gefällt mir. Upstairs. Die Sounds sind auch gut. Ist echt nicht schlecht. Ich will mich hier erstmal umgucken. Kann man hier sterben? Was haben wir hier? Gegenstand wurde dem Inventar hinzugefügt. Was haben wir denn? Oh, ich mach die mal aus. Ich weiß nicht, ob das mitzählt. Was haben wir denn? Streichhölzer, alte Lampe, Notizen vielleicht? Achso. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Achso. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er kennen später. Wo war ich jetzt? Hä? Später baute er den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten. Doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Okay. Ne, die kriege ich nicht auf. Ich fürchte, dass wir nach oben gehen müssen. Ist auch alles verschlossen. Sieht man schon gut was, oder? Ich glaube, mehr Kerzen kann ich nicht anzünden. Ich habe keine gefunden. Hier ist alles duster. Achso. Also so laut? Komm schon, doch nicht so laut, Mann. Ah, das finde ich gut gemacht, dass wir so in die Erinnerung schweben. Quasi das alles nochmal wirklich bildlich sehen. Das hätte ich mir sowas wie bei Resident Evil mal gewünscht gehabt. Was? Er hat mich, mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte, wie man hier... gerade stehen wollen, dabei war er nicht stillstehen konnte.
wie man hier sieht. Ich habe dann danach eine ordentliche Drachsprügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Wieder Jake, achso, ja, okay. Ah, hier ist sie. Ohne Schmuck leider. Ich kann mal hier jetzt nochmal Infos. Da steht was drauf. Okay, das ist nicht relevant. Oh. Oh mein Gott. Hey, what are you doing here? This is private property. Who the devil is he? Wo geht der hin? Ich dich einfach aus dem Fenster? Er ist auf mein Grundstück. Ich hol die Flinte. Okay, dann werden wir ihm mal Angst einjagen. Where the hell did he go? Hey, you still here? I'd better take a look. Okay, aber unser Tagebuch ist erstmal aktuell. What the fuck? Achso, das erzählt er, oder? Achso, was war das für ein Geräusch? Es kam von oben. Ich sollte besser nachsehen. Gott sei Dank. Es war nur der Wind, der das Fenster weit aufgerissen hat. Also man sieht, das Game ist auf jeden Fall, man muss viel lesen und so. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es geht auf jeden Fall tiefgründig, sage ich mal, in die Story-Materie rein. Deswegen denke ich mal, das Game wird auch etwas dauern. Gott sei Dank, es war nur der andere so, der jetzt noch wissen hat. Am Brunnen vor dem Haus habe ich jedoch eine beunruhigende Gestalt erkannt. Er will anscheinend etwas von mir. Er deutete mit seinem Finger auf etwas. Wer könnte nur so spät in der Nacht in dieser Einöde umherwandern? Ich hoffe, dass er nicht gefährlich ist. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht gebrauchen. Ich werde nach unten gehen und ihn fragen, warum er... Ja, hier ist mein Mikrofon am, deswegen muss ich ein bisschen so rumgucken. Warum er zu diesem Ort gekommen ist. Vor dem Haus ist niemand. Achso, das war gerade eben, was jetzt passiert ist. Vor dem Haus ist niemand. Bursche hat sie... der Bursche hat sich in Luft aufgelöst. Ich sollte mich gründlich umsehen. Vielleicht hält er sich irgendwo versteckt. Ich glaube, er hat mit seinem Finger auf den Schuppen gezeigt. Vielleicht finde ich dort etwas. Jo, da werden wir mal gucken. Ich kann mich dran erinnern, dass ich mal auf YouTube irgendein Let's Play gesehen hatte und das war, glaube ich, die Demo von dem Game. Shift, um zu rennen. Ich glaube, auf dem Schuppen hat er gezeigt, ne? Okay. Ist es paranormal, das Game, oder? Gegenstand wurde in den Inventar hinzugefügt, okay. Was? Das, was wir hätten finden sollen? Achso, wir müssen das erstmal weg hier. Achso. Fuck? Okay. Es ist so ein Game. Ein Zeitungsausschnitt. Ich lasse ihn erstmal hier durchscannen. Wieso der Terminator-Blick? Okay. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John North, achso, das ist der doch, galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen langen Zeitraum oder längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Here? John Norton. Sounds familiar. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me?
I should look into it. Kann ich mir den Hut nicht einfach aufsetzen? Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Oh, dann let's go. Wenn er uns lässt. Wenn er uns denn lässt. Ich habe nicht mehr so viel Öl. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Ja. Er hat alle Kerzen ausgemacht. Der Arsch, ey. Der scheiße Arsch. Ich hab nicht mehr so viel Kerzen. So sieht das schon mal gemütlich aus. Keller, sagt er. Ich soll in den Keller gehen. So, verschaffe dir Zugang zum Keller. Oh yeah, baby. Es gefällt mir auf jeden Fall das Game. Jetzt schon. Es gefällt mir sehr gut. Oh! Oh. Der Klassiker Jumpscare. Wo sind wir hier? Bei Paranormal Activity oder was? So, mein letztes Streichholz. Ich hab nicht mehr so viel. So, anschauen. Mein Vater war noch nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammerte er sich an dessen kleinen Engel. Ja, kann man das hier irgendwie... Ne. Ich bräuchte mal... Ah, das bräuchte ich mal. Muss ich das irgendwie auch manuell auffüllen oder? Hallo? Oh, was ist das für ein Bild? Der stellt sich so ein Bild in sein eigenes Haus rein, ey. Das ist. Nein, da nicht. Oder ist verschossen, scheiße. Komm. Komm raus! Na? Ach so. Alter, der hat ja nicht mal aufgeräumt. Ein Tagebuch wurde aktualisiert. Ach so. Obwohl, ich lese mir das gleich durch. Boah, was ist das hier? Entweder er ist für immer verschwunden oder er war nie wirklich hier. Der Flur ist voller Blut. Ich habe ein Klopfen. Na, ich mache ja gleich auf, Junge. Ich zitter am ganzen Körper. Jemand hämmert auf eine Kellertür. Ja, ist ja gut. Ich mache ja auf. Ja, und keiner ist da. Oh, gruselig. Keiner ist da. Ich hätte schon instant die Bullen gerufen. Na gut, in dem Zeitalter glaube ich nicht, dass es da Telefone gab. Hey, warte. Was? Lampe nachfüllen. Um die Lampe nachzufüllen, öffne ein Inventar und suche in einer Tourflasche. Okay. Und ich kann das einfach, oder? Haben wir das auch geklärt?
Nein, nicht dieses Mal. Oh. Kann ich leider nicht nehmen. Warum auch immer, ich würde sie selbstverständlich nehmen. Streichhölzer. Kann ich hier was anmachen? Ja, das Game ist nicht schlecht. Also bis die gruselige Szene hier ist gut gemacht. Ist gut, also wie gesagt, da haben wir, wo habe ich ein Review gesehen gehabt. Die Atmosphäre ist ein sehr guter Pluspunkt. So, Hillside in ab jetzt. Achso, Hillside in ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer. Ein gemütlicher Herberge im Herzen eines Bergdorfes. Köstliche Mahlzeiten. Ganz in der Nähe der berühmten Caroline Pirate Mine. Würde ich es jetzt nennen. Kommen Sie uns bald besuchen. Deswegen, es tut mir leid, wenn ab und zu ein bisschen Fehler sind. So. Bin jetzt nicht der beste Leser. Da bitte ich um Entschuldigung. So, das können wir nicht lesen. Wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, Vertragsdokument. Würde ich sagen, followen wir mal den Geist. Ist es richtig, wo wir hingehen oder durch die Tür? Ja, ist es richtig, wo wir hingehen? Oh, jump nicht raus. Vor allem, das geil ist mit der Lampe, sie wackelt. Warte mal. Das Bild haben wir doch schon. Es ist kein Unikat, es ist nichts wert. das ist ab. Wie jetzt? Sieht so aus, als würdest du hier lang geschleift haben. Ich verstehe. Ja, ich gehe ja gleich zur Tür. Brauchst mir das nicht anzeigen. Ich will mich hier mal umschauen. Wer hat so ein hässliches Bild, Mann? Ich konnte ja ewig keine mehr anzünden, keine Kerzen. Aber wo? Finde den Seiteneingang. Ja, das war doch die Tür gewesen. Die wird jetzt bestimmt offen sein. Das hören sich, meine eigenen Steps hören sich so an, als würde es irgendwie links oder rechts neben mir sein. Wieder nach oben. Ja. Muss ich wieder nach oben? Ich glaube, ich muss wieder nach oben. Finde den Seiteneingang. Gut, dann würde ich sagen, ja, wo? Der müsste doch theoretisch unten sein. Ja, wo soll hier oben ein Seiteneingang sein? Nee, der wird unten sein. Das kann ich hier nicht bewegen. Ach, morgen wird aufgeräumt hier. Brauche ich heute nicht machen. So ein Bild. Bitte erzählt's mir. Wer von euch würde sich so ein Bild aufhängen? Komm schon. Ja, ich glaube, das muss hier unten irgendwo sein. So ist die Frage. Das ist das Einzige, was mir eingefallen wäre. Ich guck nochmal da. Nee, schade. Das wäre zu gut gewesen.
Oh mein Gott. Push it. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Gartenschere. Eine Gartenschere, deren Klinge verrostet sind. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihr genagt hat, könnte sie sich noch als nützlich erweisen. Gut. Damn it, I can't open it. Natürlich. Something in my briefcase that would help get it open. Finde einen Weg aus dem Keller. Okay, ich würde sagen, ich stoppe den Part kurz. Und ja, würde sagen, wir gehen nächstes Mal weiter mit The Beast Inside. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao.